Willkommen zurück bei meinem nächsten Let's Play XCOM. Wir sind hier bei einer neuerlichen Mission. Ich weiß jetzt nicht ganz genau wo. Auf jeden Fall ist es natürlich wieder Nacht. Wie könnte es anders sein? Ach ja, stimmt. Die Landestelle. Gleich bei uns in der Nähe. Die müssen wir in der Nacht machen, weil sonst fliegt das blöde Raumschiff weg. Wir hätten es natürlich wegfliegen lassen können und abschießen können. Das wäre klüger gewesen, aber so haben wir ein ganzes unverbrauchtes Raumschiff, das wir uns nachher anschauen können. Es werden allerdings wahrscheinlich mehr Leute von uns versterben, als uns blieb es. Okay, naja, gut. Kann man nichts machen. Und Gendeckung. Achso, warte jetzt mal, wir sollten das da machen. Laserpistole. Stenko Mikusovo. Sergeant. Okay. Okay. Schießt schon recht gut. Sollten wir am Leben lassen, wenn geht. Okay. Richtung schauen und Deckung. Ah, sie bleibt mal da. Aha. Schauen wir mal, ob wir die Dominika gleich runterkriegen und geht auch in die Knie. Crosset. Ah, du bleibst doch da. Gehen wir einfach hinten nach. Wir kommen erst nach und nach aus dem Raumschiff, Flugzeug raus. Okay. Wir hoffen einfach, dass wenig Aliens unterwegs sind. Deckung. Aber da scheint das die Karte auch schon aus zu sein. Das ist gut. Das ist gut. Das schaut aus wie Schüsse. Weiß ich nicht, ob das auf Aliens hindeuten lässt. Torin geht in Deckung. Ah, ich sehe das Raumschiff da durch. Es dürfte nicht ganz Nacht sein, es ist relativ hell eigentlich. Wir sind scheinbar in der Dämmerung oder so irgendwie gekommen. Auf jeden Fall sehe ich weit besser als das letzte Mal. Als ich eine Nacht- und Nebelaktion hatte. Ah, okay. Das schwere Drum. Na gut, soll sein. Nein. Mal das da. Wenn dort das Raumschiff ist. Gehen wir in Deckung. Ist auch in Deckung. Warte mal. Das ist der hier.
nicht mehr. So, gute Lobe. Sein. Was sind wir da? Ein Raumschiff. Okay. Soll sein. Gott sei Dank sind noch keine Häuser. Die Aliens sind sicher in irgendwelchen Häusern versteckt. So wie ich sie kenne. Diese widerwärtigen, ekelhaften. Ebenfalls in die Knie. Richtung. Du schaust in diese Richtung. So, und die zwei. Jetzt noch im Flugzeug. Sabine Meyer ist unser Captain. Ganz hinten, sicherheitshalber. Ist okay. Können wir damit leben. Ah, keiner schießt auf uns. Das macht mich nervös. Entdeckung. Schaust mal in die Richtung. Was sehen wir? Auf jeden Fall noch keine Aliens. Das ist irgendwie auch nicht so interessant, also ist auch irgendwie interessant. Eigentlich müsste man erwarten, dass da noch ein paar Aliens sind. Schauen wir mal da um die Ecke. Oh, da sind noch immer keine Aliens. Okay, gehen wir wieder zurück um die Ecke. Das ist irgendwie blöd. Muss man da für den Obstgarten gehen? Oder wir gehen hinter dem her. Gehen einfach weiter. So, behältst du wieder sowas vor. Und gehst wieder weiter vor. Die Richtung. Du bist vielleicht auch in die Richtung. Sabine Meyer. Auch du.
Tachidahika. Du versteckst dich da hinter ihm. Wir wollen schließlich, dass du überlebst, wenn geht. Nicht wahr, Sabine? Bravery, großartig. Firing Accuracy geht auch so. Perfekt. Na gut, nächste Runde. Langsam aber sicher sollten sich die Aliens zeigen. Und schon zeigen sie sich. Von links unten, rechts unten. Netterweise sind wir getroffen worden. Jo, Mist. Drei fatale Wunden. Habe ich eigentlich schon? Ja, habe ich. Aber selbst kann man sich, glaube ich, nicht heilen. Och, ich sehe gerade, ich habe ja sogar diese Dinger mitgenommen. Na super. Hast du sowas auch? So, du. Und schaust in diese Richtung. Und gehst in die Knie. Du schaust in die Richtung und nutzt das hier. Ah, hier lässt es, glaube ich. Perfekt. Und dann nimmst das Ding wieder zurück. Nimmst das in die Hand. Und wirfst das natürlich noch nicht. Aber du schaust in die Richtung. Aus dieser Richtung ist geschossen worden. Das heißt. Dass wir da in die Richtung gegangen sind. Wir sehen ein Alien da hinten. Ekeliges Alien. Und einmal Autoschuss. Wir haben es sogar getroffen. Jetzt ist es auch verwundet. Wir haben es dreimal getroffen. Verdammt. Und es ist nicht tot. So, ich glaube, du kannst es auch treffen von da, wo du bist. Na eben, geht ja. So, geh in Deckung. Wo eines ist, sind noch mehrere. Wer weiß, wo da das nächste ist. Wir haben jemanden gerettet mit unserem Medpack. Wir sind so großartig. Nachdem das Alien aus dieser Richtung kam. Ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz nicht ganz nicht gegeben, dass es nicht von nicht auf der Seite auch noch ein Alien gibt. Da ist ein Haus, oder? Ja, das ist ein Haus. Verdammt, da ist sicher ein Alien drinnen. Amor. Stürz dich nicht ins Unglück. Raumschiff scheint ziemlich alleine da zu stehen. Finde ich gut. Ebenfalls in die Gegend. Aschamurumbi. Okay. Raketenwerfer geht da mal weiter. Frederika geht ebenfalls da so in diese Richtung. Knie dich hin, Frederika. Zoe, mal schauen, kommst du bis zu diesem Baum? Das wäre ganz toll. Ein bisschen Deckung gibt er immerhin. Wenn schon nicht besonders viel. Und Amor, du gehst da auch nach.
sowas. Ja. Sich bewegende Teile. Und wieder hat nichts auf uns geschossen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ich mag sie Dinge vor zu entdecken, bevor sie mich entdecken. Okay, das habe ich befürchtet. So, wie geht's denn dir? Na bitte. Perfekt. Das ist gerade perfekt. Dann nimmst du mal das in die Hand. Und wirfst das mal. Hilft nicht allzu viel. Ich sehe ich nämlich eh ganz gut. Gut, ihr schleicht euch da gerade an das UFO ran. Sehen wir hier? Ist es da aus? Das wäre super. Das wäre dann eine relativ kleine Karte. Das wäre echt nett. Schaust auch in diese Richtung. So. Bist in die Knie. Und ihr zwei geht's da einfach nach. Knie. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, da drüben brauchen wir eh nicht mehr. Das heißt, du gehst da auch in die Richtung des Raumschiffs. So, Sabine Meyer. Du hast schon wieder einen Kill gemacht. Das ist gar nicht einmal so schlecht. Du nimmst denen da. Daher. Du gehst daher und nächste Runde. Wo sind die ganzen Aliens? Das macht mich nervös. So, gehen wir weit vor mir wirklich. Geht an die Hauswand. So. Hinten haben wir.
Richtung. In diese Richtung. Da so lang. Was du. Finde ich gut. Das Ding bewegt sich so langsam, dass er zumindest nicht in Gefahr gerät, in ein Kreuzfeuer zu kommen. Gut, und du auch noch so weit wie möglich vor. Ich überlege gerade, du gehst einfach auch bis hierher und raus. Gut. Ich will ja nicht verschreien, aber bis jetzt ist noch niemand gestorben. Das ist sehr gut. Das ist ausgesprochen gut. So, gehen wir da unten lang oder oben lang? Ich würde fast sagen, wir gehen oben lang mit den beiden. Stenko. In die Knie. Und weiter geht's. Könnte es sein, dass die wirklich nur noch im UFO sind? Wahrscheinlich eher nicht, nehme ich mal an. Sind da jetzt im Stall? Okay. Jetzt aber glaube ich auch nicht mehr weiter. Das ist da glaube ich auch das Ende. Das ist gut. Hier steht auch kein Haus. Vielleicht sind deswegen keine Aliens heraus, weil es zu wenig Häuser gibt. Dafür sind dann wahrscheinlich umso mehr im Raumschiff. Ups. Wo ist dieses Alien? Da. Gut getroffen haben wir ja nicht. Mist. Und bis der Ersatz kommt, meine Güte, ich bin so blöd. Ich hätte mich eher zurückziehen sollen. Oh, super. Ach, gut gemacht. Ich schieße meine eigenen Leute ab. Aber unconscious klingt nach, wir können sie noch retten. Oder ihn. Ja, ich hab's befürchtet. Hat die überhaupt ein Dings? Ja, hat sie. Dann geht er mal in. Na, okay, geh nicht in Deckung. Von
wegen keine Aliens sind hier draußen. Hahaha, das habe ich gut gemacht. Von wegen, es ist niemand gestorben. Hahaha, ich bringe mich gerade selber um. Du schießt da auch drauf. Ich hoffe, du triffst ihn. Naja, getroffen hätte man ja, aber zu wenig offensichtlich. Tja. Das war der letzte, der drauf hätte schießen können, nehme ich mal an. Okay. Können wir auf den direkt schießen von hier? Ah, den haben wir nur das Fenster gesehen. So, na gut. Ein Sniper. Das war abzusehen. Ach, wie. Das war dumm. Ah, von dem gibt es keinen. So, da haben wir den gesehen, glaube ich. Das war dumm. Noch ein paar Tote. Mit etwas Glück schießen wir, bevor er uns trifft, weil wir ihn zuerst sehen. Mist, Müll.
Schreck. Grr. Ärgerlich. Ich hätte ja gewusst, bei dem Haus wird noch einer sein. Wir machen alles falsch, das ist echt ärgerlich. Tja, wäre irgendwie schön. Wenn wir den von da wenigstens erschießen könnten, aber ich fürchte, das wird es nicht spielen. Gut, jetzt nun hoffen wir, dass wir mit diesem Drum, den der erwischt, boah, erwischt. Gott sei Dank. So, wir hoffen, dass der dann noch lebt nächste Runde. Hat der auch sowas? Nö, natürlich nicht. Daher lebt er noch. Nein, also ein Korps, aber er hat sowas dabei gehabt. Könntest du bitte nicht so oft schießen können? Ah. Mist. Eine Runde zu früh gestorben. Korps. Tja, kann man nichts machen. Tod ist tot. Gesturm ist gesturm. Sagt der Wurm. So, jetzt schießt du mal auf den. Könntest du ihn auch treffen? Gut. Beweg dich weiter. Korps, nicht gut. Was ist mit dir? Noch ein Korps, ja, kein Bewusstloser, schade. Und wieder vier verstorben. Und es werden sicher noch mehr, weil in dem Raumschiff sind sicher noch ein paar Typen, die uns zu schaffen machen werden. Und wer weiß, ob in diesem Haus nicht auch noch welche sind. Ach, wir sind so unfähig. Nicht gut, falsch eingestellt. Okay, du darfst die ganze Bewegungsweite machen. Wir hoffen einfach, dass es nicht mehr als einer war, nicht mehr als zwei waren bei dem Haus. So, Sabine Meyer, du gehst mit dem, schaust du diesen Häuserkomplex hier an. Durch drei verschiedene Türen sind es gegangen. Zumindest das wissen wir.
Gut, ich überlege gerade, ob ich den Kampf fertig machen soll. Machen wir noch eine Runde. Blödes Alien. Noch einer heraus. Du bist keine große Hilfe im Kampf gegen die Aliens. Mal schauen. Achso. Mal schauen, ob der Snapshot. Ah, was heißt not enough time units? Dämlich. Wir gehen in Deckung. So, aber du müsstest ihn eigentlich, wenn du in die Richtung siehst, könntest du ihn doch sicher treffen. Wow. Wir haben alles Mögliche getroffen, nur nicht das Alien. Wir haben es ja doch noch getroffen. Minseo-Gyu. Nicht schlecht. Gut, nachdem wir da ein Alien gerade erledigt haben, ist da vielleicht noch ein zweites irgendwo. Mal lieber da. Jetzt denke. Ich hoffe, es kommt keiner jetzt raus. Okay. Freunde, wir speichern ab. Und dann sage ich euch gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Ciao.